Liebe Freunde, ich begrüße euch zu dieswöchigen Gedanken zu Parashat Vayigash. In unserer Parasha offenbart sich Yosef seinen Brüdern. Yosef sagt zu seinen Brüdern, Ani Yosef, ich bin Yosef, od Avichai, lebt noch mein Vater. Die Brüder sind geschockt. Aber im nächsten Satz sagt Yosef zu seinen Brüdern, macht euch keine Sorgen. Alles, was passiert ist, dass ich nach Ägypten gekommen bin, verkauft worden bin, das war alles die göttliche Fügung. Macht euch keine Sorgen. Eigentlich kann man nachdenken, wenn Yosef die Brüder zurechtweist, hätte er auch anders reagieren können. Yosef hätte sagen können, wisst ihr was? Das, was mit euch passiert ist, die Hungersnot, das war alles, weil ihr mich verkauft habt. Aber Yosef macht es nicht. Wenn Yosef seine Brüder zurechtweist, gibt er ihnen zu verstehen, erstens, ich habe euch verziehen. Und zweitens, macht euch keine Sorgen. Alles, was passiert ist, musste so sein. Mehr als das. Yosef sagt seinen Brüdern, danke. Danke, dass ihr mich nach Ägypten gebracht habt. Dank eurem Verkauf konnte ich meine Familie versorgen. Das heißt, Yosefs Zurechtweisung lernen wir, wie man Menschen zurechtweist. Einerseits kann man sie kritisieren, andererseits kann man ihnen verzeihen und sagen, danke, danke, was ihr zu mir gemacht habt, das Positive sehen in dem, was der eine schlecht zu einem gemacht hat. Und das war Yosefs Kraft. Und mit dieser Kraft hat Yosef geschafft, Frieden in seiner Familie, mit seinen Brüdern, mit seinem Vater zu schaffen und dann, dass sie alle zufrieden miteinander in Ägypten leben konnten. Shabbat Shalom.